Super, dass du da bist. Ja, und ich werde auch direkt weiter ins Bett. Erst die Nacht auf dem Gestüt und dann noch die Party. Schatz, du kannst nicht schlafen. Ich muss gleich wieder runter, Anna ist schon den ganzen Morgen alleine. Die Kleine schläft so mal gerade. Das wird auch nicht ewig dauern. Okay. Wer braucht schon Schönheitsschlaf, wenn er so gut aussieht wie... Du bist ein Schatz. So. Ach so, die Kleine hat ihr Mittagessen nicht ganz aufgegessen. Kannst du später ja noch mal warm machen. Christian? Das ist nämlich Timing. Sehr schön. Ich meine... Hallo. Hey. Oh, die Kleine ist auch da. Ah. Notlösung. Christian hat die ganze Nacht gearbeitet. Ist das vorhin schon da? Hm? Und war wohl eine ziemlich schwere Geburt. Ja, jetzt schläft er gerade und die kleine Maus kann ich ja nicht allein lassen. Hm. Passt du mal kurz auf? Ja, klar. Danke. Ja, und der Umsatz steigt dann rasant. Das mit dem Umsatz behalte ich mal im Auge. Aber selbst wenn, ich kann die Kleine ja nicht dauernd mit runternehmen. Sie scheint sich doch ganz wohl zu fühlen. Trotzdem, ideal ist anders. Du bist jetzt Papa, da laufen die Dinge nicht mehr ideal, sondern eher flexibel. Aber ich find's wirklich toll, wie du das alles meisterst. Christian kann echt froh sein, dass er jemanden wie dich hat. Und Lili natürlich auch. Ich bin ja auch sehr froh, dass ich die beiden habe. Oh, du bist wach. Du hast Lilly. Wer denn sonst? Tut mir leid, ich bin eingepennt. Das macht 10-mal wickeln. Ich hab schon geahnt. Hast du sie mit unten? Und der Umsatz ist dank ihr rapide angestiegen, behauptet zumindest Miriam. Ja, ich war ja schon immer für Kinderarbeit. Aha. Das ist also der Grund für die Elternpflegschaft, von wegen Vatergefühle. Ja. Apropos, ich will jetzt auch mal zu ihr. Ich möchte auch Zeit mit dir verbringen, mein kleiner Spatz. Danke fürs Schlafen lassen. Danke fürs Wickeln. Also, wir müssen da nicht hingehen, wenn du nicht willst. Na doch. Ich glaube, Papa kann ein bisschen Beistand gebrauchen. Die Sache mit Tristan ging doch gut. Die Kleine hat mal schnell eingeschlafen. Na dann, schönen Abend, ihr zwei. Ja, ciao. Wo wollt ihr denn hin? Abendessen und Familientreffen auf Königsbrunn. Na dann, viel Spaß. Wird sich in Grenzen halten. Dieses ewige Familiendrama. Naja, das kann uns ja egal sein. Denn wir haben mit Sturm frei. Und weißt du, was ich da mache? Ja, ich ahne es. Fernsehen. Dazu mehr bin ich heute echt nicht mehr zu brauchen. Aber in der nächsten Werbepause... Da... Hab ich geschlafen? Ja, und du hast geschnarcht. Ich schnarche nicht. Oh, du bist süß, wenn du lügst. Tut mir leid, dass ich eingepennt bin. 1:1, würde ich sagen. So ist das Elternleben. Einer ist immer milder. Ach, Quatsch. Das war eine Ausnahme. Das war nur wegen dieser super langen Fohlengeburt. Du meinst, dann ist noch Hoffnung. Klar. Und deshalb mache ich uns jetzt erstmal einen Kaffee, damit wir noch was vom Abend haben. Ja. Hast du eigentlich schon die Post durchgeschaut? Ich wusste gar nicht, dass wir welche haben. Oh, das ist für dich. Vom Jugendamt. Was wollen die denn? Was steht denn da drin? Lillys Vater will Kontakt zu ihr.